Hier gibt es ja ein Zoo, dann Nibelungenhalle und Drachenhöhle. Da geht ja mal richtig die Post ab hier. Also, darf man hier filmen, ein bisschen von außen? Okay, danke. So was Schönes gibt es in Deutschland. Ja. Ich filme euch gleich noch ein bisschen von da oben. Bis gleich. Hier gibt es ein Winzerhäuschen. Heute ist aber Ruhetag, es ist Montag. Und ja, einfach nur geil hier. Und da kann man wahrscheinlich, was weiß ich, mit der Fußballmannschaft Platz nehmen und Wein trinken oder was auch immer, Feste feiern. Und da oben, man sieht nur die Turmspitze, ist schon Drachenschloss. Und man muss allerdings Eintritt bezahlen, bevor man das Gelände überhaupt betreten darf. Ich glaube, 6, 7 Euro oder so ist der Eintritt. Gucken wir mal. Da sind diese Züge, die dann Richtung Drachenburg fahren. Ich sag mal so, wenn man läuft, braucht man so 15 bis 20 Minuten. Wenn man so einen Zug nimmt, dann dauert es halt ein bisschen kürzer. Hier sind wohl früher Reittiere Richtung Drachenfels. So kleine Jungen sind dann mit Esel und Pferden, vorwiegend mit Eseln, da hoch. Davon gibt es halt hier ein Bild. Haben die sich ein Zubrot verdient. Auf dem Weg nach oben, es gibt hier zwei Burgen. Die eine Burg ist natürlich kaputt, das ist eine Burgruine. Und da gibt es noch Drachenschloss, das ist natürlich vollkommen intakt. Auf dem Weg nach oben sieht man so alte verlassene Gebäude. Die sind auch zugekachelt so, da ist so Geisterschlösser so mäßig. Ja, der Weg nach oben ist ziemlich weit. Man muss eigentlich die Bahn nehmen, wenn man da zügig hochkommen will. Ich werde wohl ein bisschen schwitzen müssen, weil ich will ja auch was filmen. Ja, ich bin hier in Königswinter, habe mir letzte Woche eine Zusatzbatterie bestellt für meine Drohne. Die Batterie hält länger durch als die normalen Batterien. Insgesamt habe ich jetzt 3 Batterien für meine Drohne. Alles super vorbereitet. Ich wusste, ich will heute nach Königswinter Drachenfels, Drachenschloss filmen. Hab geguckt, dass ich hier diese Kamera noch dabei habe, Speicherkarten zusätzlich gekauft, große. Wie gesagt, 3 Batterien, alles vorbereitet. Morgens jeweils 2 bis 2,5 Stunden eine Batterie geladen. Bei 3 Batterien wisst ihr ja ungefähr, wie lange das dauert. Man muss auch immer neben den Batterien sitzen, weil das ist so Vorschriften. Man muss neben den Batterien sitzen, weil man weiß nie, was mit denen so ist, wenn die überladen oder sonstiges. Lange Rede, kurzer Sinn, sonniger Tag, ich habe mich gefreut, entspannen, mit der Drohne filmen, komm da am Drachenschloss an, pack die Drohne aus, Batterien da, Speicherkarten da, diese Kamera da, alles wunderschön, mach die Propeller fest, Drohne startklar, Speicherkarte in die Kamera geschoben, hingestellt, geh zum Koffer, will die Fernbedienung rausholen. Die Fernbedienung ist nicht da. Die habe ich auch über Nacht geladen und habe die dann auf meiner Couch liegen lassen. Jetzt bin ich fast 100 Kilometer von Düsseldorf hier hingefahren, um festzustellen, dass ich die Drohne doch nicht fliegen kann, weil die Fernbedienung fehlt. Und die ist zu Hause. Ja, Arschkarte. Wie lange laufe ich von hier bis da oben noch?
Boah, nicht mehr so lange. Ist ein bisschen steil. Ich würde sagen... Was 10 Minuten. 10 Minuten? 10 Minuten? Ja, mit dem Ding willst du da mit hoch? Mit dem Ding dauert es bestimmt 20. Ist sehr steil? Es geht noch. Okay. Ist schon ein bisschen steil, aber wir sind halt über diese Umwege gegangen. Also gibt es mehrere Wege oder wie? Ja, einmal die Straße entlang oder du gehst, machst so Abkürzung. Achso, Abkürzung ist aber dann besser oder wie? Ja, ein bisschen kürzer, ne? Ansonsten musst du halt diese Kurven immer. Hm. Ach so, und die. Aber hier, so weit ist echt nicht mehr. Schaffst also du locker. Hier links hoch, dann geradeaus einfach. Genau. Okay. Genau. Alles klar, danke. Okay, viel Spaß. Tschüss. Willst du eine Drohne fliegen lassen? Ja, ich habe Zusatzbatterie gekauft, alles und stell hier fest, dass ich die Fernbedienung beim Laden zu Hause vergessen habe. Nein, hab. Wie blöd. Ich komme aus Düsseldorf extra hier hin. Oh, scheiße. Jetzt kann ich das Ding nicht fliegen lassen. Boah, ätzend. Ja. Okay. Okay. Ciao. Tja. Das Ganze in Miniaturformat hier dargestellt. Ich glaube, das ist noch nicht fertiggestellt, soweit ich das erkennen kann, oder? Ach so, nee, das ist so Blindenschrift, so dass blinde Menschen das hier ertasten können. Seht ihr, auf diesen Eisendingern sind diese Punkte. Das ist so für blinde Menschen, damit die das so erfühlen können, was hier steht. So, jetzt werfen wir doch mal einen Blick hier runter, wa? Oh mein Gott! Oh krass, wie das aussieht. Hier ist so ein Restaurant hier. Da oben ist der Fels selbst, da laufe ich gleich hoch. Ey, wie ich das bereue, dass meine Drohne, dass ich die Fernbedienung dafür vergessen habe. Ist nochmal so... eine kleine Beschreibung dieser ganzen Sehenswürdigkeiten. Hier ist auch ein Kurort, ne, soweit ich weiß. Jetzt weiß ich auch warum. Das sieht richtig geil aus hier. Mann, wären das Aufnahmen geworden. Ja, ich muss natürlich noch mal hier hin. Wobei, das ist jetzt halb so schlimm, weil das ist so schön hier, da lohnt es sich noch mal hier hinzukommen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt irgendwie erkennt. Ja, ihr wisst ja, Kameras können, egal wie gut die sind, die können diese Atmosphäre nicht wiedergeben. Alter, das ist einfach nur gigantisch geil hier. Königswinter, also wer mal in NRW ist, bei schönem Wetter, Königswinter ist ein Muss. Drachenfels, Drachenburg, beziehungsweise Drachenschloss. Boah, was wären das für heftige Aufnahmen geworden mit der Drohne? Alles klar. Ich filme euch natürlich gleich noch ein bisschen. Bin voll am Ölen. Bin hier hochgelaufen. Ich habe nicht die Bahn genommen, weil ich wollte unterwegs filmen. Zu krass hier. Also ein bisschen Kleingeld müsst ihr mitbringen. Also hier kostet so ziemlich alles Geld. Die Bahn hier hoch, ne, also vom unten Tal bis hier hoch, die kostet hin und zurück 10 Euro und ein Weg 8 Euro. Und das ist eine Fahrt von vielleicht 5 bis 10 Minuten, ja. So, da zahlt ihr pro Person allein schon 10 Euro fürs Hoch- und Runterfahren mit der Bahn. Dann kostet
in Drachenschloss reinkommen, aufs Gelände allein schon. Also jetzt nicht innen drin im Gebäude, sondern allein aufs Gelände zu kommen, 7 Euro. Dann dürft ihr vielleicht noch, wenn ihr hier was essen wollt, also da sollte jeder pro Person mindestens so um die 30, 40 Euro einplanen. Also ganz so billig ist es nicht. Wenn ihr da hier alle Sachen mitnehmen wollt, dann eher schon um die 50 Euro. Das ist aber, ich sag mal so, lohnt sich, wenn man jetzt einmalig hier hinkommt. Und dann habe ich den Mystik verteidigt, auch Wanderreisen. Da habe ich schon überlegt, das sind so von den 5 Tagen, so, dann gehen wir gleich mal da hoch und filmen mal diese Burgruine da oben. Ja, Drachenfelsruine, endlich oben angekommen. Also ich habe von da unten bis hier hoch, ja, man kann sagen, ich musste auch zwischendurch halten, ausruhen, ein bisschen filmen, also locker eine Stunde gebraucht. Ist keine einfache Strecke, vor allen Dingen, ich habe so einen riesen Koffer dabei mit der Drohne, wo ich leider die Fernbedienung zu Hause vergessen habe. Sonst hätte ich jetzt zum Beispiel die Drohne da wegfliegen lassen können, hätte ich wenigstens von der Strecke was gehabt. Ich habe mich so geärgert. Ja, hier sind überall, du musst für alles zahlen. Hier auch diese Fernbedienung, dieses Fernglas hier. Es geht ganz schön steil bergab hier. Naja, übrigens, hier ist überall Betreten auf eigene Gefahr. Das heißt, hier lösen sich wohl zwischendurch irgendwelche Felsen. Und ja, da steht überall Betreten auf eigene Gefahr. Da unten auf der Plattform habe ich euch schon gefilmt. Vor allen Dingen ist das hier so ein Abhang. Die Burg ist ja auch ein bisschen schwer. Ich frage mich, wie die vor hunderten von Jahren solche Burgen gebaut haben. Ohne Technik, ohne irgendwas. Wie die überhaupt hier hochgekommen sind und diese ganzen Steine und alles. Laufen wir hier einmal rum. Gucken wir mal. Oh, mit diesem riesen Koffer, Alter. Ich habe gestern noch Kniebeuge trainiert. Mach da Kniebeuge und komm am nächsten Tag hier bergklettern. Ey, ich bin ein Spinner, ey, das gibt's gar nicht. Die Burg, den Drachenschloss selbst muss ich jetzt mal runterlaufen. Ist ein Café, kann man Restaurant, Café, kann man essen, trinken, sitzen. Oh, Junge, 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 ist das geil hier. Muss halt mal eine Frau haben, die auf sowas steht. Nicht nur Bock auf Disco und Popo wackeln in der Disco hat, sondern auch mal Bock auf sowas. Ey. Alles klar, ich filme euch gleich mal unten weiter. Problem ist, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Die machen hier gleich zu. Und ich darf nur noch einen kurzen Blick. Ey, das Ding ist einfach der Hammer. Ist einfach der Hammer. Leute, ihr müsst unbedingt hier hinkommen. Das sieht aus wie aus irgendeinem Hollywood-Film. Aus irgendeinem Disney-Film. Einfach zu krass. Ich laufe mal einmal drum herum. Das Ding ist brutal. Ist einfach zu heftig. Lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen, kann ich nur empfehlen. Zu heftig.
wie geil das aussieht. Ey, wer auch immer eine Freundin hat oder eine Frau, müsst mal hier anrufen und fragen, ob ihr hier heiraten dürft. Das ist einfach zu schön. Ich bin leider ein bisschen zu spät hier. Die machen gleich zu. Deswegen mache ich hier schnell rum. Heute ist alles schief gegangen hier. Ich habe die Fernbedienung für meine Drohne vergessen. Zieht das euch mal rein. Einfach wie brutal. Einfach wie geil das aussieht. Ich kann es gar nicht beschreiben, Mann. Ich kann es gar nicht beschreiben, ey, wie krass das aussieht. Ey, ich weiß nicht, der eine oder andere denkt, ich bin irgendwie voll am Spinnen oder so, ne? Aber ich fahre mir richtig Filme auf sowas. Ich liebe diese Gebäude, ey. Ich fahre. Boah, ich glaube, eine hübsche Prinzessin und ich wäre gerne vor Kopenhagen gebrochen worden. Hätte ich das alles hier mitnehmen können. Dann wäre ich König eines Schlosses. Beziehungsweise der Prinz oder wie nennt man das so? Der Herr. Boah, wie heftig, Mann. Zieht euch das Ding mal rein. Ich muss mich beeilen. Der Wärter war so nett und hat mich noch mal kurz reingelassen, weil die schließen gleich. Ich habe gar nicht hier angerufen. Also ich habe, das war mein Fehler. Das kostet 7 Euro Eintritt aktuell und die haben auch nur bis 18 Uhr auf. Ich habe das voll verpeilt, hier Bescheid zu geben oder anzurufen oder was. Ich dachte, ich war ja schon viele Schlösser und Burgen. Ich dachte, das wäre hier umsonst. Weil man kann ja so, hier Schloss Benrath kannst du so umsonst rein. Zumindest auf das Gelände. Hier musst du schon bezahlen, bevor du überhaupt das Gelände betrittst. Boah, ist das geil hier. Boah, ist das heftig. Ey, meine Kamera, ihr wisst so, die kann diese Schönheit nicht wiedergeben, ne? Das habe ich euch ja schon mal gesagt. Ja, Leute. Schade, schade, schade. Ich muss weg. Tja. Einfach zu krass hier. Ey, besucht auf jeden Fall Drachenfels, Drachenschloss, Drachenburg in Königswinter. Ihr werdet es nicht bereuen. Tja, abonniert den Channel. Wir sehen uns. Um diese Burg herum sind auch viele Weingärten, Cafés, Eiscafés. Also wer Familie hat, Frau, Kinder oder auch alleine, wenn ihr Single seid oder als Pärchen oder wie auch immer. Schloss Drachenburg in Königswinter. Und der Drachenfels ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Das steht auf jeden Fall fest. Wer auf Natur, Burgen, Schlösser, Geschichten, Siegfried, Drachen, Riesen, Märchen, wer Bock auf sowas hat, der ist hier genau richtig. Ja, ich bin halt ein bisschen spät angekommen, wie immer. Ich bin circa 4 Uhr nachmittags, also 16 Uhr angekommen, 18 Uhr machen die zu. Deswegen habe ich ja ein bisschen in Eile alles besucht. Aber ich sag mal so, wer wirklich alles mitbekommen will, der sollte schon so circa 13, 14 Uhr hier ankommen. Und dann kann er sich in aller Ruhe alles reinziehen. Gut. Ich habe mir so einen Obstkorb zusammengestellt. Melone, Nektarine, Bananen, Gurken unten im Auto. Ich werde mich irgendwo hier in diese Natur hinsetzen, das Zeug mit Mineralwasser waschen und dann 20 Minuten, eine halbe Stunde nur Obst essen und dann nach Hause fahren. Bis dahin.
hier nochmal die Bahn. Kommt hier angerollt. Wie gesagt, 10 Euro hin und zurück. 8 Euro eine Fahrt. Wenn ihr laufen wollt, müsst ihr, je nachdem wie schnell ihr seid, so eine halbe Stunde bis 40 Minuten rechnen, von unten bis hier hoch. Dann hält die Bahn da vorne, dann müsst ihr über diese Brücke hier und da ist der Eingang zum Schloss. Und ihr müsst direkt am Eingang 7 Euro Eintritt bezahlen, pro Person, bis ihr aufs Gelände dürft. Also bevor ihr überhaupt das Schlossgelände betreten dürft. Da ist natürlich aber der Eintritt, glaube ich, mit dabei, dass ihr da in ein Schloss reinkommt. Aber immer darauf achten bis 18 Uhr, weil die machen ab 18 Uhr zu. Alles klar.